Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sweet Amoris. Wir starten direkt weiter in unserer Episode, beziehungsweise, was müssen wir überhaupt machen? Du kannst nach Hause gehen. Ich kann nach Hause gehen, das wäre schön. Wahrscheinlich, weil ich immer noch Hausarrest habe, gehe ich sofort. Ich meine, meine Eltern wissen es auch gar nicht, dass ich früher aus habe. Ich könnte auch weggehen. Alle Schüler sind scheinbar schon nach Hause gegangen. Vor dem Heimweg hätte ich mich gerne von Kenton verabschiedet. Gehst du schon? Kenton! Ja Mensch, was der Zufall so will. Ich werde nicht die Klette spielen. Aber ich dachte mir, dass es doch schön wäre, noch ein bisschen darüber zu quatschen, was heute so passiert ist. Ich finde überhaupt nicht, dass du eine Klette bist. Ich wollte auch gerne mit dir reden. Ich hätte ihn gerne dazu eingeladen, sich in ein Café zu setzen, habe mich dann aber doch zurückgehalten. Ich habe immer noch Hausarrest und außerdem, falls man uns zusammen sieht. Ich wäre echt enttäuscht, im Schneiderei-Workshop zu sein. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich nicht so dein Ding ist, aber wenigstens verbringen wir so den Tag zusammen. Ja, das ist das Wichtigste. Halt, warte mal, diese Workshops gehen nur einen Tag. Ich dachte, die gehen eine Woche oder so, damit sich das auch lohnt. Die ganze Sache für einen Tag? Okay. Ich hatte Angst, dass ich bei ihm die Enttäuschung, überwiegt. Du solltest dich aber schon mal mental darauf einstellen, für Jens hört der Spaß auf. Ja, sie sollte sich auch wirklich bemühen, uns eine gute Lehrerin zu sein. Wenn sie nicht möchte, dass ich nur Blödsinn mache. Ja, das wird schon. Ohne weiter darüber nachzudenken, habe ich mich auf die Zehenspitzen gestellt und ihn geküsst. Doch als ich über seine Schulter blickte, sah ich eine Silhouette auf uns zukommen, die mir bekannt vorkam. Ich habe mich schnell von ihm weggedrückt. Aber was ist das? Was ist denn? Iris! Was machst du hier? Ich habe ein Handy im Raum B vergessen. Ich muss es unbedingt holen gehen. Ich brauche es ganz dringend. Iris ist echt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Du solltest dich besser beeilen, sonst sind die Räume gleich abgeschlossen. Mit dem ganzen wertvollen Material, wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Oh nein, sie sind Richtung Schule abgehauen. Ich glaube, ich sollte nun gehen. Ich habe keine Lust, dass uns jemand sieht. Okay. Ich habe ihnen einen schnellen Kuss gegeben, bevor ich gegangen bin. Also los nach Hause. Wow, wir sind ja so nett, ganz ehrlich. Also, dieses Geheimhalten finde ich ja scheiße. Der Tag war noch aufwühlender als erwartet. Ich weiß gar nicht, was ich morgen erwarten soll. Diese Workshops überall in der Schule, das gibt bestimmt einen riesen Chaos. Zu Hause ist die Stimmung wie zuvor. Ich habe mich von meiner nettesten Seite gezeigt und sie scheinen mir verziehen zu haben. Für was denn? Sie haben dir doch das verboten. Was den Tag der Kunst angeht, haben sie sich total enthusiastisch gezeigt. Mein Vater hat so etwas gesagt wie, endlich beschäftigst du dich mit etwas Intelligentem. Und ich habe mich zurückgehalten, ihm zu antworten. Er sollte im Moment auch besser von den Jungs abgelenkt sein. Ach Gott, ich kann die Schrift so schlecht lesen. Am nächsten Morgen stand ich etwas verloren vor meinem Schrank. Ich frage mich, welches Outfit für meinen Workshop am besten wäre. Das sieht ja mal richtig geil aus. Kostet auch mehr. Also bis auf die Schuhe, die sind nicht so geil. Aber wir nehmen das auf jeden Fall. Oh, wenn es nicht das Falsche ist. Warte mal, was haben wir nochmal? Schneiderei. Ja, notfalls schneiden wir uns ein anderes. Warum? Warte. Sie hat gesagt, sie stand eben vor ihrem Schrank. Warum muss sie das erst kaufen? Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Aber ich gehe jetzt ganz kurz in meine Wohnung und ziehe das Kleid darunter aus, weil das sieht nicht so wundervoll aus. Wo ist denn das Kleid? Hier. Hier sind die Kleider, die ziehe ich jetzt mal aus. Gut, also die Schuhe sind nicht die geilsten. Habe ich noch andere Schuhe, die ich anziehen könnte? Ja, die sehen auch nicht so geil aus dazu. Das sieht ganz cool aus, oder? Das Outfit wurde gespeichert. Also die Schuhe sehen ganz cool aus dazu, weil das goldene Kettchen um die Füße zu der Kette oben passt. Das gefällt mir. Aber vielleicht gibt es ja noch Sneaker-mäßig. Das wäre auch ganz cool. Das würde sogar passen. Die Galaxy-Schuhe sehen natürlich auch. Warte mal, ich guck mal, wie die aussehen. Ja, die Galaxy-Schuhe. Die sehen auch toll aus. Nee, ich lasse jetzt die Galaxy-Schuhe an. Ha! Puh! Spiel ausgetrickst. Bam! Andere Schuhe angezogen. Bam! So, ich bin fertig. Der Tag der Kunst kann losgehen. Gut, dann gehen wir mal zur Schule. Ich frage mich, ob ich direkt zu meinem Workshop gehen soll. Gehen Sie bitte in die Turnhalle! Ihnen auch einen guten Morgen? Tunneln Sie nicht! Wir müssen so früh wie es geht anfangen!
Okay, dann stoßen Sie mich gleich an. Ja, wenigstens weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Supi. Die meisten Schüler sind schon da. Inmitten der Turnhalle steht Boris und diskutiert mit jemandem, den ich nicht kenne. Bestimmt der Kunstexperte. Selbstverständlich wird es nicht einfach werden, aber es ist wichtig, bis auf den Grund seiner selbst zu tauchen, um den Antrieb seiner Inspiration zu entdecken. Ha, ja, klar. Herr Boris wirkt völlig verloren. Guten Tag. Ich bitte um Ruhe, meine lieben Kinderchen. An diesem besonderen Tag haben wir die Ehre, unseren Gast Herrn Patrick Savin begrüßen zu dürfen, unseren Kunstexperten. Herr Savin kommt direkt aus Australien, wo er in vielen Ausstellungen seine Werke zeigt. Er wird euch bei eurer Arbeit heute zur Seite stehen. Ich bitte euch, nennt mich Pat. Lasst uns doch nicht mit Förmlichkeiten aufhalten. Ihr sollt den Tag über einen so freien Geist wie nur möglich haben. Die Kunst lebt auch von der Spontanität. Einige Schüler haben sich verwirrt angeschaut. Ich weiß noch nicht warum, aber mir persönlich gefällt er jetzt schon. Er wirkt so voller Tatendrang. Ich bedenke mich ebenfalls bei den Eltern, die heute extra hergekommen sind, um uns bei dem heutigen Tag zu helfen. Die kenne ich doch. Die Dunkelhaarige ist die Mutter von Agni und Alexi und die Blonde ist Kims Mutter. Das ist immer auch das gruseligste Lächeln, das ich mir vorstellen kann. Ich bekomme eine Gänsehaut ohne Spaß, und zwar jetzt schon. Ich mag ihr Lächeln nicht. Mit den beiden werden wir uns bestimmt nicht langweilen. Sie machen einen sehr temperamentvollen Eindruck und haben sich scheinbar mit den Klamotten abgestimmt. Und die Ohrringe sind grauenvoll. Generell, ich sag nichts. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ich bitte euch deshalb, dorthin zu gehen, wo euer Workshop stattfindet. Dort erfahrt ihr auch das vorgegebene Thema für eure Werke. Oh, vorgegebenes Thema. Die Teilnehmer des Bildhauerei-Workshops folgen mir. Oh, gut, dass sie es nicht genommen haben. Ich kümmere mich um die Schüler im Schneiderei-Workshop. Yay. Ich darf jetzt folgenlang ihre schöne Visage sehen. Und ich mich um den Malerei-Workshop. Ich bitte die Schüler des Fotografie-Workshops, mir zu folgen. Und ich mache den Video-Workshop. Los, Beeilung! Es wird schon spät! Okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich glaube, wir waren im Klassenraum B. Ja. Da wären wir hier. Kims Mutter ist recht lustig, aber ihr Enthusiasmus geht hin und wieder etwas zu weit. Also, das Thema der Gruppe und für alle Workshops sind die Todsünden. Nicht schlecht, oder? Kenton, Jens, Carla und ich haben einen verdutzten Blick ausgetauscht. Ich glaube, wir haben alle etwas anderes erwartet. Das ist provokant, aber in der Mode kann man mit dem Thema einiges anfangen. Ich finde es auch ziemlich interessant. Ich gebe zu, ich bin etwas perplex. Mich inspiriert dieses Thema überhaupt nicht. Ja, interessant ist es schon. Ich habe überhaupt keine Idee, wie man die Todsünde auf Stoff bannen kann. Machst du Witze? Ich habe schon total viele Ideen. Okay, Ideen brauchen wir nicht. Das liebe ich so an euch jungen Leuten. Eure Vorstellungskraft kennt keine Grenzen. Ich habe Angst vor ihr. Also, ihr müsst auf euch eine einzige der 7 Todsünden einigen. Ich schlage euch deshalb vor, abzustimmen. Bei Gleichstand zählt auch meine Stimme. Okay, aber ich kann mich gerade überhaupt nicht an die Todsünden erinnern. Das ist nicht so kompliziert. Es gibt den Neid, den Hochmut, den Zorn, die Völlerei, die Habgier, die Faulheit und die Wollust. Ganz genau, aber also, wer gibt jetzt erst seine Stimme ab? Du vielleicht? Ich? Ja los, sei nicht so schüchtern, du musst doch so oder so deine Meinung abgeben. Okay. Okay, die Wollust werde ich auf jeden Fall nicht wählen. Ich kann mir die Reaktion der anderen schon vorstellen. Außerdem entstünden so peinliche Kleidungsstücke. Ich habe also noch 6 zur Auswahl. Ich würde den Hochmut nehmen, ich würde die Faulheit nehmen, ich würde den Neid nehmen, ich würde den Zorn nehmen, ich würde die Vollerei nehmen, ich würde die Habgier nehmen. Also müssen wir erstmal gucken. Hochmut ist halt so arrogante Sache, das würde zu Ember passen. Faulheit, ja, das passt zu mir. Neid, ja gut, was gibt es da? Neid heißt immer so grün, das würde zu Carla irgendwie auch passen. Zorn würde zu Castiel passen. Völlerei. Sander? Keine Ahnung. Habgier. Ich denke mal, Faulheit ist Nathaniel. Zorn ist Castiel. Hochmut? Könnte ich mir Armin vorstellen? Neid. Sander oder Kente, mein Neid? Füllerei. Ich nehme die Habgier. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine komische Idee. Warum denn die Habgier? Ich habe doch gerade gesagt,
ich habe keine Ahnung. Hast du mir nicht zugehört, als ich gerade einen ewig langen Monolog geführt habe? Ich will dir ja nicht widersprechen, aber ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Es ist besser, die Habgier zu nehmen. Jemanden Habgieriges würde niemals viel Geld in seine Klamotten investieren. Deshalb können wir ganz schnell irgendwelche Sachen zusammennähen und das wär's dann schon. Geht's noch? Ich wollte die Wollust! Die Wollust? Was denn? Ist noch nichts dabei, außerdem könnten dabei viele interessante Kleidungsstücke entstehen. Ich will den Hochmut. Ja, passt auch zu dir. Beruhigt euch, liebe Kinder. Die Demokratie hat gesprochen. 2 Stimmen für die Habgier, 1 für die Wollust und 1 für den Hochmut. Die Habgier gewinnt. Yes! Na toll, ich beglückwünsche euch nicht. Was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, dass ich eine totale Niete im Nähen bin. Schön, dass du dabei bist. Warum sagt sie das so, als wäre das eine gute Nachricht? Aber das ist nicht schlimm. Ich kann euch dabei behilflich sein, die Stoffe auszuwählen, während einige von euch die Garnrollen suchen gehen. Ich bleibe für die Auswahl der Stoffe. Es steht außer Frage, dass ich zulasse, dass ich ihr dabei was Dummes anstellt. Entschuldigung. Super, du und du. Könnt ihr bitte die Garnrollen holen gehen? Sie hat mich und Kenton ausgewählt. Okay, aber wo sind denn die Rollen? Wenn ich das nur wüsste. Ernsthaft? Das ist eine Schule und kein Schrank. Wir vertrödeln noch den ganzen Tag damit, das Garn zu suchen. Du erinnerst mich an meine Kim. Ein loderndes Temperament. Das ist genial. Sie hat Kenton einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gegeben. Er hat mir einen verwirrten Blick zugeworfen. Wir kommen schon klar. Wir werden schon jemanden finden, der weiß, wo wir die Rollen finden. Wie zum Beispiel Boris. Hey. Gut, dann suchen wir Boris, der wahrscheinlich noch in der Turnhalle ist. Der nicht mehr in der Turnhalle ist. Gut, dann suche ich hier nochmal nebenbei. Ob ich irgendwas finde in der Gartenallee. Die Schüler des Bildhauerei-Workshops scheinen ein paar Schwierigkeiten zu haben. Aber guck doch, das macht einen Zickzack. Das sieht doch nach nichts aus. Dann hast du sicherlich nicht den richtigen Winkel gefunden. Warte. Mann, ey, wenn ich nichts selber machen kann, dann hau ich hier ab. Sonst lassen wir es so. Wir müssen ja nur sagen, dass es Absicht war und ein bisschen schummeln. Naja, man sollte sie besser nicht ablenken. Ihre Arbeit wird ganz schön kompliziert. Ich suche hier auch nur die Garnrollen. Man sollte sie besser nicht ablenken. Sie wirken eifrig bei der Sache. Ach ja, die 3. Süß. Garnrollen, Garnrollen, Garnrollen. Keine Garnrollen. So, hier ist wahrscheinlich auch nichts untergebracht. Nüpp. Da sind wir im Workshop. Da geht's hier lang. Hier in der Bibliothek eventuell irgendwie Garnrollen. Da, nur weil sie fragt, was ich hier mache, ich gehe halt einfach gerade ab, ob ich irgendwas finde. Ich frage mich, ob es mir wohl auch gelingen würde, Fotos zu entwickeln. Oh, das sieht toll aus, das finde ich schön. Was haben sie gut gemacht? Dass es mal ein bisschen anders designt wurde, meine ich auch. Hä? Okay, wir müssen Boris oder so auf jeden Fall finden, weil alleine finde ich hier nichts und ich bin einfach zu... Ah, wenn das so weitergeht, sind wir nachher die Einzigen, die mit ihren Workshop immer noch nicht angefangen haben. Mich nervt es genauso sehr wie dich, sag ich dir. Ich verbreite mal keine Panik. Ich habe ihm meine Hand auf den Arm gelegt, um ihn zu beruhigen. Ich beruhige ihn mal. Entschuldige, ich hätte mich nicht so aufregen dürfen. Schon in Ordnung, aber wir arbeiten effizienter, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren. Hallo ihr zwei, was macht ihr? Wir suchen die Garnrollen für unsere Schneiderei-Workshop. Ah, ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Schüler sie in den Biochemieraum gebracht hat. Ah, super, da kam ich gerade her, super. Dann wissen wir jetzt, wo wir suchen müssen. Warum bist du denn ganz allein, Pia? Emma hat mich genervt. Ich brauchte frische Luft. Meine Arme, ich kann dich gut verstehen. Es ist bestimmt nicht ganz einfach, ihr Temperament zu zügeln. Du wirst es kaum glauben. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, der Star des Videos zu werden. Welche Überraschung. Viel Spaß noch auf jeden Fall. Wir sollten jetzt besser gehen. Okay, bis dann. Bis dann. Gut. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich da gerade herkam. Wenn jetzt plötzlich Sachen liegen. Ah, da sind ja die Garnrollen. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Aber ich bring dich um! Entschuldige bitte, dass ich mich gerade so aufgeregt habe. Mach dir keine Gedanken. Ganz ehrlich, das Nähen interessiert mich kein Stück, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben noch nicht angefangen mit Nähen. Mir ist eine Idee gekommen. Könntest du vielleicht unser Model sein, für was wir die Kleidung kreieren? Model? Warum denn ich? Weil, schau dich doch an. Ist das doch das wie ein Kompliment? Natürlich. Lieb von dir, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Model spielen kann. Ich bin mir da ganz sicher. Ich glaube, du bist nicht ganz objektiv. Vielleicht könntest du einfach das Kompliment annehmen. Er hat mir seine Hand in den Nacken gelegt und mich sanft geküsst. Ich glaube, die anderen warten auf uns. Bestimmt, lass uns gehen. Dann los zurück in den Klassenraum B. Supi,
Klassenraum B, Klassenraum B, Klassenraum B. Ah, da seid ihr ja endlich. Wir sind nicht wirklich weitergekommen. Wir sollten Gas geben. Ganz ruhig. Wir wissen nur noch gar nicht, was wir überhaupt machen werden. Wir müssen uns entscheiden. Während ich nicht da war, während ihr nicht da wart, habe ich mit Karl diskutiert und wir haben eine Entscheidung gefällt. Und wir haben dabei nicht mitzureden? Da hättet ihr früher kommen müssen. Alle haben schon angefangen, nur wir nicht. Wir hatten keine Wahl. Und was hast du für eine Idee? Wir schneidern eine Jacke, die aussieht, als wäre sie aus Geldscheinen gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Aber das wird doch hässlich. Auf dem Papier sieht es vielleicht nach nichts aus, aber die Idee, die dahinter steckt, ist richtig gut. Sie kommt außerdem von Carla. Ach, super. Das Bedürfnis hat, seine Ausgaben immer genauestens zu überwachen, was liegt dann näher, als eine Klamotten aus einem Geld zu machen? Auch wenn es mir schwerfällt, es zuzugeben, aber das ist eine gute Idee. Okay, gar nicht mal so schlecht, aber ich lehne es ab, eine Idee von Carla zu unterstützen. Ach komm, ist doch scheißegal. Gar nicht mal so dumm, die kleine Carla. Okay, ich kann der Vorgehensweise gut folgen. Aber was machen wir dann, damit es auch gut aussieht? Stimmt, es wird kein Kleidungsstück, das man jeden Tag anziehen kann. Man muss es erst als Kunstwerk an sich betrachten. Wow. Wichtig ist, dass wir dabei sorgfältig arbeiten. Wir konnten nicht mehr weiter darüber sprechen. Jens und Carla wollten nicht nachgeben. Jens erarbeitete eine Art Schablone und aus dem richtigen Stoff konnten wir Rechtecke ausschneiden, die Geldscheine darstellten. Währenddessen hat sich Jens um die Grundlage gekümmert, eine Männerjacke. Uns ist noch nicht geholfen, wir brauchen ein Männermodel, ohne können wir nicht arbeiten. Und warum machen wir dann nicht einfach eine Frauenjacke? Das würde nicht gehen, so eine Jacke wirkt an einen Jungen einfach besser. Und wenn wir wollen, dass sie richtig sitzt, dann bleibt es eben an Kenton hängen. Nein, auf keinen Fall. Damit werdet ihr mich doch nur lächerlich machen. Hast du etwa die Kostüme vergessen, die wir für das Theaterstück geschneidert haben? Hast du kein Vertrauen zu mir? Doch, aber... Nichts aber. Sei nicht so kindisch. Es wird schon gehen. Sie hat sich ihm genähert, um seine Maße zu nehmen, während Carla und ich weiter den Stoff zugeschnitten haben. Was hast du mit dieser Garnrolle vor? Du darfst mir doch zu arbeiten, oder? Leg sie hin, du brauchst sie doch gar nicht. Ich aber schon. Warte kurz. Und mach dich endlich an die Arbeit. Ich will nicht, dass wir morgen in der Ausstellung wie Idioten dastehen. Jetzt hör doch mal... Ausstellung? Welche Ausstellung? Du hörst echt nie zu. Morgen tagt ihr auf eine Tür mit Eltern, Freunden etc. Und eines der Werke wird dann von unseren Kunstexperten ausgestellt. Wenn wir uns also nicht lächerlich machen wollen, sollen wir uns unser Bestes geben. Noch eine Information, die während der Versammlung in der Turnhalle an mir vorbeigegangen sein muss. Ich war mit Kenton 2 Minuten unten im Keller. Der Turnhalle in den Umkleideräumen. Was wurde denn noch alles besprochen? Ah, das heißt doch, dass... Oh nein, Kenton, meine Eltern, zur selben Zeit am selben Ort. Ich muss unbedingt mit Kenton unter 4 Augen sprechen. Hey, pass auf, das ist doch kein Rechteck, sondern ein Dreieck. Schon gut, ich mache ein neues. In meinen Augenwinkeln sah ich Kenton und Jens herumwuseln. Es ist doch jetzt fertig, oder? Wie geduldig du sein kannst. Hör auf, dich zu bewegen, dann wäre es viel einfacher. Also, wie kommen denn unsere Stylisten und Schneider voran? Ich hätte ihn gar nicht kommen sehen. Wir arbeiten an einem super Projekt und ich, wir machen eine Jacke, die aus falschen Geldscheinen besteht. Die habt ihr also. Es scheint mir eine gute Idee zu sein. Allerdings muss die Umsetzung wirklich ausgezeichnet werden, wenn ihr ein gutes Ergebnis erzielen wollt. Ja, aber mal abgesehen von Jens sind wir hier alle Anfänger, also... Ah, dafür bin ich doch da! Patrick hat uns gezeigt, wie man die Nähmaschine bedient und wie man Taschen und einfache Kragen herstellt. Jens scheint ungeduldig zu werden. Eure Arbeit zeigt schon sehr gute Ansätze. Wenn ihr eure Schulkameraden allerdings übertrumpfen und morgen ausgestellt werden möchtet, müsst ihr eure Anstrengungen noch verdoppeln. Hey. Rosalie? Sie heißt Jens. Ich vertraue auf sie, die anderen in der Arbeit einzuleiten. Sie können mir vertrauen. Und ich heiße Jens. Es scheint ihr zu gefallen, dass Patrick sie so besonders behandelt. Gebt euch besonders viel Mühe mit den letzten Arbeitsschritten. Dann solltet ihr es gut hinbekommen. Und vergesst nicht, dass wahre Schinder kein Gesicht hat. Viel Erfolg. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Wir haben uns wieder an die Arbeit gemacht und uns so gut es ging angestrengt. Ich war gerade dabei, die Geldscheine an die Jacke zu nähen, als ich sah, wie Carla sich völlig verhedderte. Sie macht viel heiße Luft und Weg, aber sie kann wohl nicht besonders gut schneidern. Ich weiß noch nicht, ob sie es verdient hat, aber ich sollte ihr besser helfen. Nach allem, was sie gegen mich gesagt hat, kann ich ihr unmöglich helfen. Ach, ich helfe ihr, komm, was soll's. Warte, ich zeig's dir. Ich krieg das schon alleine hin. Lass mich in Ruhe. Lass Dani das machen. Komm lieber her und halt die Falten hier. Ich dachte schon, sie meinte halt die Fresse. Aber ich brauche Hilfe, also komm her. Carla ließ ihre Arbeit liegen und ich versuchte zu retten, was zu retten war. Hey Dani, guck mal, ich glaube, ich habe eine Tasche hinbekommen.
Ich habe nur einen kurzen Augenblick hochgesehen. Autsch! Es kann nicht wahr sein. Ich habe es geschafft, mir die Nadel in den Finger zu jagen. Dani, alles in Ordnung. Alles okay. Aber du blutest doch. Ich mag ja die Bilder mit ihm, ne? Oh, das ist schön. Ich mag die Bilder. Oh, ich glaube, ich habe gerade die ganze Website gespeichert. Ach, wie knuddelig. Aber wie besorgt der auch ist. Mein Gott, ich blute hier. Guck mal, seht ihr das Blut? Ich habe gerade den Maustecker drauf. Da ist das Blut. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist wirklich nur so. Püppchen. Ganz kaum was dran. Ich kaufe was dran. Aber ich habe ein Bild bekommen. Ja, ich habe ein Bild bekommen. Ich habe wieder ein Bild bekommen. Und ich weiß nicht mal wieso. Aber ich habe ein Bild bekommen. Er nahm meine Hand, um sich besorgt die Verletzung anzusehen. Das sieht schlimm aus. Es war 1 Milliliter Blut. Ach Quatsch, das ist nur der Finger. Ist doch normal, dass es schnell blutet. Ich gehe schnell ins Krankenzimmer, um dir ein Pflaster zu holen und die Wunden zu desinfizieren. Oder am besten noch eine Bandage. Und vielleicht sollte ich das Krankenhaus anrufen. Er ist schnell wieder bis verschwunden. Bist du sicher, dass es schon geht? Na klar, es ist doch nichts. Kind ist mit einem Pflaster und Desinfektionsmittel sowie 10 Sanitätern zurückgekommen und wir konnten weiterarbeiten. Am Ende des Tages waren wir mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Los, Kenton, zieh die Jacke an, dann sehen wir, wie sie wirkt. Morin hat ihre Forderung nachgegeben. Oh, das sieht scheiße aus. Aber eigentlich sieht das sieht eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie auch scheiße. Sieht doch aus wie ein Clown. Ich weiß nicht, ob ich die Jacke scheiße oder gut finden soll. Hier ist eine Abstimmung, Leute. Schreibt mal, wie ihr die Jacke findet, ob ihr sie gut findet oder ob ihr sie scheiße findet. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, sie steht ja gut. Es geht, es hätte schlimmer sein können. Okay. Nein, steht dir sehr gut. Ich weiß auch nicht, wie dieses Ding jemand stehen kann. Aber danke. Du übertreibst, diese Jacke ist gar nicht mal so schlecht. Sie hat zwar ein paar kleine Fehler, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Hätte man allerdings noch mehr Zeit gehabt. Also seid ihr fertig geworden? Die anderen Gruppen sind bereits dabei aufzuräumen. Ihr solltet euch also beeilen. Ja, wir sind fertig. Schauen Sie. Sie hat mit dem Finger auf Kenton gezeigt. Was ist... Oh! Ich habe Kenton noch nie so beleidigt gesehen. Das ist extrem... originell! Sie können ruhig sagen, dass es hässlich ist. Es ist nicht hässlich, es ist Kunst. Es hat was zu bedeuten. Ja! Wie auch immer, ihr könnt euer Werk zu Herrn Savin in die Turnhalle bringen. Wenn ihr fertig seid, vergesst nicht, den Raum ein bisschen aufzuräumen, sonst bekommt ihr noch Ärger mit den Lehrern. Ich kümmere mich darum, die Jacke wegzubringen. Vor diesem Raum habe ich für heute genug. Super, danke. Ich wollte gerade gehen, als Kente mich heimlich am Arm feste. Ich warte vor der Schule auf dich. Ja, ich muss eh noch mit dir sprechen. Mist, ich glaube, Carla hat unser Gespräch mitbekommen. Ich sollte ab jetzt wirklich doppelt aufpassen. Gut. Muss ich das jetzt in die Turnhalle erstmal bringen, ja, ne? Ah, da sind sie ja. Ich habe nur noch auf eure Kreation gewartet. Bitteschön. Also, was haben wir denn da? Er hat sich aufmerksam die Jacke angesehen, die ich ihnen hinhielt. Schön, legen Sie sie bitte auf den Schreibtisch. Ihr werdet morgen erfahren, ob sie den ersten Preis bekommen hat. Oh, okay. Es gibt also wirklich eine Rangliste? Naja, ich habe keine Lust mehr, mich weiter darum zu kümmern. Dieser Tag war wirklich anstrengend. Ich sollte jetzt besser gehen. Bis morgen. Bis morgen. Gespräch beenden. Wow, wir werden bestimmt gewinnen, wir sind die Einzigen, die abgegeben haben. Es ist echt verlassen hier. Du hast auf mich gewartet. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich konnte mit meinen Eltern noch nicht über den Tag der offenen Tür morgen sprechen, aber vielleicht werden sie kommen, deshalb... Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß schon, dass ich mich vor ihm besonders unauffällig verhalten muss. Ja, aber morgen ist es sogar noch wichtig, sich nicht aufzufallen als heute schon. Was sollen wir denn noch machen? Ich glaube, wir sollten einfach nicht miteinander sprechen. Wir gehen uns also aus dem Weg? Ja. Gut, dabei habe ich scheinbar eh nicht mehr zu sprechen. Er hat sich kopfschüttelnd von mir entfernt. Warte! Kann nicht wahr sein. Ich habe endlich alles, was ich hier wollte und ich bin dabei, alles kaputt zu machen. Ich muss auf jeden Fall einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Kauf ihn ein Eis. Mit Keksgeschmack. Kekse sind toll. Ich bin wirklich entmutigt. Der morgige Tag wird bestimmt kompliziert werden. Ich habe auf... Nadu? Ich habe aufgesehen und war geschockt. Überraschung! Chloe! Episode beenden. Yay! Also, wir haben die Episode beendet. Ho, 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 ho. Gut, wir lesen noch eine Sache vor und das ist natürlich die Freundschaftsliste. Yay! Aber ich habe die eben schon angenommen, also es dürften eigentlich gar keine neuen sein.
Ich habe die vor der Aufnahme direkt. Okay, eins. Willkommen, Lilia. So, da. Da habe ich drauf geantwortet. Gut. Hey, Daniel, wollte ich nur mal sagen, dass ich deine Videos und deinen Humor echt mega feier. Danke. Dö. Oh, ist auch mal was Besonderes, so kurze Nachrichten mal zu bekommen. Der hat wieder weggekotzt. Hey, Daniel, ich liebe deine Videos. Kannst du richtig schreiben, bitte? Und ich mag auch Kenntnis sehr. Kannst du mit bitte schreiben? Und bitte grüß mich. Ich heiße Alina. Ich grüße Alina. Ich liebe deine Videos. Wie alt bist du? Ich bin 21. Es war, dass ich so nerve. Und wegen meiner Rechtschreibung. Meine Taste ist ein bisschen blöd. Kannst du dir mal Starstable und die Abkürzung von Starstable ist SSO. Und wann kommt manchmal wieder Moritz? In welcher Reihe magst du die Jungs? Ich kenne Nathaniel, Alexi, Lisander, Armin, Jade, Castiel, Light, Dejan, Jake. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer Dejan ist. Ich glaube, das war dieser Basketballspieler. Also diesen Jade, den habe ich ja nie kennengelernt. Also bei mir ist es Kenton, Nathaniel, Alexi auch. Aber dann zweifle ich, ob Lisander oder Armin. Ich glaube aber Armin, dann Lisander, dann Castiel und die anderen sind ja nicht so wirklich Jungs von uns. Ich habe auch einen Kanal, aber ich habe nicht so schöne Videos wie du. Und mein Kanal heißt Alina Dolphin Girl. Und bitte grüß Rachel Silverland. Ich grüße Rachel Silverland. Jetzt weiß ich nicht, was ich antworten sollte. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Suri kann heute nicht schreiben. Die schläft nämlich diesmal wirklich. Und ich habe keinen Bock, sie irgendwie zu wecken. Deswegen schreibe ich. Hi. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.